Ja, in den vergangenen Monaten gab es teilweise sehr emotionale Diskussionen über das IBA-Projekt Geras Neue Mitte. Der Gera Stadtrat hat im vergangenen Jahr den Rahmenplan beschlossen. Und dagegen formierte sich auch Widerstand in Form von einem Bürgerbegehren, die damit unzufrieden waren. Auch bei einigen Stadtratsfraktionen oder Mitgliedern des Stadtrats war unklar, inwieweit dieser Rahmenplan jetzt sozusagen in Stein gemeißelt ist oder es Verhandlungsspielraum in Details gibt, wie es dann weitergehen soll mit Geras Stadtmitte. Und Geras Baudezernentin Claudia Baumgartner hat in den letzten Monaten Gespräche mit den Fraktionen geführt. Es soll jedenfalls ein Konsens gefunden werden zwischen Stadtratsmitgliedern und Stadtverwaltung. Und wir werden heute darüber sprechen, ob dieser Konsens gefunden wurde und wie man, ja, worauf man sich einigen konnte und vor allen Dingen auch, wie es in den nächsten Monaten weitergehen soll und in den nächsten Jahren. Und damit würde ich jetzt auch gerne an Frau Baumgartner übergeben. Zunächst möchte ich Sie auch heute mal hier in diesem Saal begrüßen. Ich glaube, ihr habt das noch nie gesehen, dass der Saal so voll war. Vielen Dank für Ihr Interesse, Geras Neue Mitte. Es ist einfach überwältigend. Ich möchte jetzt auch noch einen kurzen geschichtlichen Abriss seit letzten August 2018 machen. Frau Siebrist hat mir schon ein bisschen was vorweggenommen, darum werde ich das jetzt ein bisschen verkürzen. Wir haben ja am 23. August im Stadtrat den Rahmenplan beschlossen, der dann aufgrund eines Einwohnerantrages im Dezember nochmal behandelt wurde im Stadtrat. Und dort wurde auch mit den Stadträten vereinbart, dass man die Stellungnahmen, die zu diesem Rahmenplan geführt haben, in der Diskussion nochmal einbringen und die dann auch vorstellen. Am 30. Januar und am 27. Februar fanden dann mit Vertretern aller Fraktionen und weiteren interessierten Stadträten in zwei ausführlichen Dialogveranstaltungen diese Aufarbeitung dieser Stellungnahmen statt. Wobei dann hier über Bedenken und Anregungen diskutiert wurde, teilweise auch sehr kontrovers, weil die Stellungnahmen ja nicht unbedingt immer deckungsgleich vorhanden waren. Bei der zweiten Sitzung war es ausdrücklicher Wunsch, nachdem man dann eine gemeinsame Sicht und eine konsensfähige Planung mal ausgearbeitet haben, dass man dann zwischen der Hauptausschusssitzung, wo die Pläne ja dann verwiesen werden, und den Fachausschusssitzungen auch die Bevölkerung darüber informiert, wie jetzt der Sachstand der Planung ist, bevor dann die B-Pläne, die Fachgremien und im Stadtrat zum Beschluss kommen. Die zwei Bebauungspläne wurden als Beschlussvorschlag zur Abwägung, Billigung und Auslegung letzte Woche, wie gesagt, im Hauptausschuss verwiesen. Die beiden Pläne werden dann in den nächsten beiden Wochen in den Fachausschüssen, das ist der Bauausschuss und der Wirtschaftsausschuss, dann dementsprechend zur Abstimmung am 11. April im Stadtrat geführt. Konsens wurde zum Beispiel in den folgenden Punkten gefunden. So sieht jetzt der Entwurf der Bebauungspläne Baugrenzen statt Baulinien vor, für beide Baufelder und den Platz am Puck. Damit entsteht bedeutend mehr Flexibilität bei der Baukörperausformung und dem Zusammenspiel mit der Räumlichkeit des Platzes vor dem Puck. Und vor allem aber können Investoren flexibler im Baufeld agieren und in einem Wettbewerb Freiheiten bei der Kubatur ausleben. Das werden Sie ja noch alles noch über PowerPoint visualisiert sehen. Und der Herr Bormann wird Ihnen dann auch noch erklären, genau was der Unterschied ist zwischen Baugrenzen und Baulinien. Die Konkretisierungen der Nutzung und Funktion für diese beiden Schlüsselgebäude und seine städtebaulich-architektonischen Anforderungen werden in den folgenden Arbeitsschritten für die Aufgabenerstellung, die Konzeptvergabe und den Wettbewerb erfolgen. Die Mitwirkung von Mitgliedern des Stadtrates bei der Vorbereitung der Ausschreibung des Hauses am Mühl als Fortsetzung des Fraktionsdialoges und von Vertretern der Bürgerprojektgruppen wird im zweiten Halbjahr 2019 erfolgen. Die nächste Umsetzungsmaßnahme ist der Freiraumwettbewerb. Ab Mitte 2019 wird der freiraumplanerische Wettbewerb Platz am Puck, so haben wir das als Arbeitstitel benannt, mit Grünbereichen des Freiraums Mitte für ca. 3500 Quadratmeter durchgeführt. Dies soll bis Ende des Jahres erfolgen.
Ab Mitte 2019 erfolgt die Einbeziehung der Stadträte und der Bürgergruppen hierzu. Ein weiterer Punkt war die Forderung für eine durchgängige Radwegeverbindung als eigenständige Spur. Und die wurde direkt an die Reichstraße und die Breitscheidstraße in den Entwurf eingefügt. Diese mit dem Stadtrat erarbeiteten Vorschläge wurden ebenfalls einigen Vertretern der Bürgerinitiative am 6. März vorgestellt. Der Austausch von Baulinien gegen Baugrenzen im Bebauungsplan sowie die Einbeziehung der Bürger in die Aufgabenstellung und in die Wettbewerbsdurchführung wurden positiv gesehen. Und nun zum weiteren Vorgehen. Die Auslegung der Bebauungspläne erfolgt ab Mitte Mai bis Mitte Juni 2019. Die Stadträte werden durch individuelle Informationen am weiteren Prozess teiligt. Mit der nach dem Baugesetzbuch vorgesehenen Auslegung werden die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, der Privateigentümer des Gebietes und der Bürger neu erfasst. Alle Interessierten sollten sich im Auslegungszeitraum wieder einbringen. Um eine große Beteiligung am Verfahren zu erreichen und den Prozess der breiten Bürgerbeteiligung auch in diesem Verfahrensschritt zu bewirken, ich bitte Sie inständig, beteiligen Sie sich rege. Sie können auch jederzeit bei uns ins Amt kommen. Wir können Ihnen auch bei der Formulierung der Beteiligung helfen, so wie wir das eigentlich bei jedem Wegbahnverfahren machen, dass wir da den Leuten auch ein bisschen unter die Arme greifen. Kurz vor der Auslegung findet noch der Aktionstag Tag der Städtebauförderung am 11. Mai statt und am Ende der Auslegung die alljährliche Aktionswoche zur Zwischennutzung, die wird im Juni 2019 stattfinden. Geras Neue Mitte dient der Gesamtzentrumsentwicklung. Sie ist ein sehr wesentlicher Baustein für eine funktionierende Innenstadt. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern bedanken, die sich bis jetzt mit ihrem Engagement in das Projekt eingebracht haben und ihre Zeit und ihre Kraft in eine starke Geras Neue Mitte bis jetzt gesteckt haben. Ich hoffe, Sie begleiten und gestalten mit uns weiterhin und unterstützen den Planungsprozess bei der Realisierung des Projektes. Wie Sie auch gesehen haben, hinten auf dem Tisch haben wir Flyer zum derzeitigen Planungsstand. Da können Sie sich auch nochmal informieren. Wir stehen Ihnen natürlich auch als Ansprechpartner jederzeit für Fragen zur Verfügung. Ich möchte noch eine Vorankündigung machen. Am 3. April finden Geras Neue Mitte im Gespräch statt. Hier kann man mit Sicherheit ausführlicher diskutieren und Sachverhalte besprechen, als das vielleicht heute der Fall ist. Dazu wird es dann auch dementsprechend eine Ankündigung in der Presse geben. Diese Veranstaltung wird bei uns in der Amthorstraße im Baudezimmer stattfinden. Und ich lade Sie schon heute herzlich dazu ein. Zunächst erstmal herzlichen guten Abend. Mein Name ist Steinbrecht. Ich arbeite für das Themenfeld Stadt. Planung und Stadtentwicklung in der Stadt Gera. Ich werde der Einzige sein, wahrscheinlich heute Abend, der nicht nur von der Neuen Mitte spricht. Das Thema heißt Stadtentwicklung der Innenstadt. Und Geras Neue Mitte ist ein wichtiger Baustein der Innenstadtentwicklung, aber Innenstadtentwicklung ist eben auch mehr als Geras Neue Mitte. Dazu gehören viele andere Bereiche der Innenstadt, beispielsweise der Kornmarkt, der Campus, die Sorge, der Jochern, der westliche Altstadtrand an der Reichsstraße, das Rathausquartier und viele andere Bereiche, die auch für die Innenstadtentwicklung eine hohe Bedeutung haben und die natürlich auch noch viel Entwicklungsbedarfe aufweisen. Die Situation in der Gera Innenstadt ist in den letzten 30 Jahren, oder fast 30 Jahren, es sind noch nicht ganz 30, verändert, und zwar zwangsläufig verändert worden. Die ursprüngliche Situation, die kennen ja die meisten, die hier, wie ich sehe, im Saal sitzen, noch ganz gut. Da war das Zentrum beschränkt auf die Sorge, auf die Kirchstraße, den Marktplatz und den Steinweg. Es gab dann Veränderungen in den 90er, Anfang der 90er Jahre, es wurden mehr Einkaufsflächen gebraucht, es wurden mehr Versorgungstatbestände zur
Sicherung der Bedürfnisse der Bevölkerung, die sich da ja verändert haben, deutlich verändert haben, nötig. Das hat dann auch stattgefunden in der Art, dass es anstelle des Innenhotels ein Einkaufszentrum gibt, was heute da auch noch steht. Es ist später dann der Bereich des Elsterforums am Standort des früheren Biermann-Kaufhauses entstanden. Eine Entwicklung, die vielleicht von der Planung her so nicht ganz vorgesehen war, weil es in der Reihenfolge eine andere Vorstellung gab. Aber es war nötig und es war aus meiner Sicht zumindest deutlich besser, als Einkaufszentren am Stadtrand zu bauen. Wir haben es geschafft, mit diesen Einrichtungen die Innenstadt zu stärken. Im Grundsatz allerdings ist es auch damit verbunden, eine Verschiebung der Schwerpunkte nach Westen in die untere Westvorstadt. Und es ist mit den weiteren Veränderungen, die dann auch mit der Stadtbahnlinie zusammenhängen, der Abbruch der Gebäude in der Breitscheidstraße vorangegangen und damit eben auch eine Lücke entstanden zwischen der historischen Innenstadt und der Erweiterung. Und das ist eine Baustelle, die seit 2004 brach liegt, die seit 2004 nicht weiter beackert worden ist. Und das ist ein großes Defizit für die Stadtstruktur. Und das zweite Thema, was damit zusammenhängt, ist die obere Sorge, die sich aufgrund der Tatsache, dass 2004 das alte Kaufhaus, Hertie-Kaufhaus, letzte Betreiber Rocken, geschlossen wurde und eine Verlagerung stattgefunden hat ins Elsterforum. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass sozusagen die obere Sorge funktionell etwas ausgebeutet ist. Gelegentlich wird die Auffassung geäußert von Bürgern unserer Stadt, dass es nicht richtig ist, die neue Mitte zu entwickeln, dass die Entwicklung eigentlich nicht stattfinden sollte, weil das die obere Sorge in ihrer Entwicklung schädigen würde. Ich persönlich halte diese Auffassung für grundsätzlich falsch, weil seit 16 Jahren ist in der neuen Mitte nichts passiert in diesem Bereich Breitscheidstraße und der Zustand der oberen Sorge hat sich nicht verbessert. Er hat sich eher verschlechtert. Aus diesem Grund muss man natürlich darüber nachdenken, wie die Stadt und die Bürger dazu beitragen können, diesen Prozess wieder in eine andere Richtung zu bringen, weil beide Baustellen, die neue Mitte und die obere Sorge, braucht die Stadt, um funktionsfähig, vernünftig, dauerhaft und stabil sich entwickeln zu können. Man kann es hier schön sehen, die beiden Zäsuren, die da sind, und das ist das Ziel, wo eigentlich die Entwicklung hingehen soll. Sie sehen hier jetzt schon mal dargestellt die Planinhalte der neuen Mitte. Das ist die Stelle, wo im Moment die meisten Fußgänger die Stadt durchlaufen, was natürlich einen Vorteil hat, dass man an dieser Stelle für die Investitionen gute Voraussetzungen hat. Und man kann das vielleicht auch an den etwas schematischen Darstellungen trotzdem erkennen, dass die Stadtstruktur im Grunde wieder zusammenwächst an der Stelle. Es gibt einen Lückenschluss. Und die Frage der oberen Sorge ist eigentlich, wenn man es aus stadtentwicklungspolitischer Sicht sieht, die nächste wichtige anstehende Aufgabe. Es gab lange Zeit den Versuch, abzuwarten, ob der Markt, ich sage das jetzt mal so, und die privaten Eigentümer das regeln. Das geht offensichtlich nicht ganz im Selbstlauf. Deswegen sollte sozusagen das nächste stadtpolitische Ziel oder stadtentwicklungspolitische Ziel natürlich der Fokus auf die Sorge sein, weil die GRA Neue Mitte, sage ich mal, ist für mich als Stadtentwicklungsdenker eigentlich fertig. Da geht es jetzt nur noch darum, zu bauen, zu erschließen, den Plan zu Ende zu bringen. Aber eigentlich geht es aus meiner Sicht darum, weiterzudenken und zu sagen, was fehlt noch und was muss man tun. Und da kommt man zu der Erkenntnis, dass natürlich die beiden Themen oder ich sage mal die beiden Projekte, GRAs Neue Mitte und die Revitalisierung der oberen Sorge, zwei ganz unterschiedliche Ansatzpunkte und zwei ganz unterschiedliche Themenfelder sind.
neue Mitte, könnte ich jetzt mal lax sagen, wir haben da lange genug dran gearbeitet, aber kann man einfach sagen, das ist relativ simpel, da ist eine leere Fläche, da muss man einen Plan machen und sich genau überlegen, wie man die Lücken vernünftig füllt, auch mit Funktionen und wie man das erschließt und damit ist es eigentlich schon weitgehend fertig. In der oberen Sorge haben wir eine ganz andere Situation. Wir haben dort nicht das Bedürfnis, dass man irgendwas neu ordnen muss. Die Stadtstruktur ist da, sie ist stabil, sie ist historisch gewachsen, sie ist zum Teil denkmalgeschützt. Aber wir haben ein ganz anderes Problem. Wir haben ganz viele private Eigentümer mit ganz unterschiedlichen Interessen. Und deswegen ist es am Ende wichtig, hier mit einer anderen Strategie vorzugehen, nämlich mit einem moderierten Dialog, so nenne ich das jetzt mal, mit den Eigentümern, mit den Nutzern, mit Politik, mit Verbänden, mit Verwaltung ins Gespräch zu kommen, um einerseits die Probleme nochmal akut und genau zu lokalisieren und andererseits natürlich nach Wegen zu suchen, wo das Ziel hingehen kann. Man kann sich natürlich vorstellen, warum ist das so schlecht, das sind sicher Vermutungen. Eine Vermutung könnte sein, dass es der Bürgergesellschaft wirtschaftlich nicht so gut geht, dass diese Kaufkraft oder die Finanzierungskraft ausreicht, um die gesamte Länge von 400 Metern derzeit zu füllen mit Kaufkraftnachfragen. Das ist ein Punkt, aber das ist auch nur bedingt, weil ich denke, in den letzten 10 Jahren hat sich manches auch positiv entwickelt. Eine andere Erklärung ist sicherlich die Veränderung im Einzelhandel. Der Einzelhandel hat sich rapide und eklatant verändert. Die Zuwachsraten des Onlinehandels sind extrem hoch. Auch das hat natürlich Auswirkungen. Es gibt sicherlich in dem oberen Bereich der Sorge, man sieht das auch in manchen der kleinen Bildausschnitte, durchaus noch Sanierungsbedarf nach 16 oder nach fast 30 Jahren. Warum das nicht stattfindet, kann ich mir im Moment auch nicht erklären, aber da ist auch ein Punkt, wo man unterstützend tätig sein kann als Stadt. Und es mag auch sein, dass mancher Eigentümer keine Lust hat, sich mit den Geschäften da auseinanderzusetzen und sagt, ich schreibe lieber die Verluste ab und mache mir nicht so viel Stress damit, als wenn ich jetzt mir Mieter suche, die nicht viel bezahlen wollen oder nicht viel bezahlen können und damit mehr Aufwand habe und vielleicht dafür auch noch Steuern zahlen muss. Das sind natürlich Hypothesen, das muss man nochmal genau angucken, aber es geht darum, einen Weg zu finden, der einerseits Möglichkeiten offen hält in jede Richtung, also durchaus, dass man davon ausgehen muss, wenn man diesen Bereich beleben will, kann es auch erstmal Zwischennutzungen geben oder wird es wahrscheinlich sogar geben müssen. Das können Nutzungen sein kultureller Art, das können bürgerbezogene Nutzungen sein, das können aber auch regionale Anbieter sein, die irgendwas an der Stelle machen. Es müssen nur die Bedingungen dafür so sein, dass es für diese Art der Betreiber funktioniert. Und das ist kein Zauberwerk, das kennt man eigentlich aus anderen Städten auch, wo zunächst, wenn solche Revitalisierungsprozesse anlaufen, einfach ein Klientel reinkommt in die Strukturen, die das Ganze zwar noch nicht so hip machen, da sind das nicht die schicken Boutiquen alle aneinandergereiht, sondern das ist eine ganz andere Qualität, aber sie machen das interessant und es wird wieder Aufmerksamkeit auf diesen Bereich gelenkt, was im Moment nicht passiert. Jeder sagt, ach, da ist ja nichts los, da lohnt sich nichts. Und deswegen halte ich es für ganz wichtig, dass man diesen Prozess in Gang setzt und zwar nicht gegen das Thema neue Mitte, sondern mit dem Thema neue Mitte. Beides gehört zusammen. Ohne, wenn man die letzte Folie nochmal rekapituliert im Kopf, kann man das sicherlich strukturell sehr schön sehen. Ohne die neue Mitte und ohne die Revitalisierung der oberen Sorge wird die Innenstadt nicht funktionell stabil werden. Ich bin aber optimistisch, dass das geht und man muss einfach die nächsten richtigen Schritte tun und jetzt nicht anfangen, an dem Thema neue Mitte zu zaudern. Natürlich ist das ungewohnt, das ist für viele vielleicht schwer vorstellbar, wenn da jetzt plötzlich Häuser stehen sollten, wo 30 Jahre lang keine stehen oder wenn vielleicht da auch noch ein Haus steht, was am Ende hinten in der Ecke am Puschkinplatz 10 Geschosse hoch ist.
Aber man muss sich überlegen, die Häuser, die da standen, die waren alle Erdgeschosse hoch. Also so dramatisch ist es vielleicht gar nicht. Und man muss Zutrauen haben in das, was wir uns gerade gemeinsam hier vornehmen, weil wenn wir nichts tun, wird es auch nicht besser. Also ich hoffe und ich glaube daran, dass das gelingt und dass es stabil wird und dass die Stadt eine Chance hat, auch in ihrer Innenstadt gut zu überleben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Steinknecht. Trotzdem waren Ihre Ausführungen sehr interessant. Doch nun wollen wir wissen, wie der aktuelle Arbeitsstand ist bei Geras Neue Mitte. Deshalb sind die meisten von Ihnen ja wahrscheinlich auch gekommen. Und wir wollen wissen, wann rollen dort endlich die Bagger. Nochmal mein Name. Ich bin Vertreter der Arbeitsgemeinschaft, die mit der Planung befasst ist. Wie gesagt, wir waren oder sind vier Büros, Verkehrsplaner, Stadtplaner, Freiraumplaner, Städte und Architekten. Und sind jetzt relativ lange damit befasst und natürlich haben wir eine ganze Menge intensiver Diskussionen miterlebt, auch die, kritischen Punkte vielfach aus verschiedenen Perspektiven gehört. Ich finde es sehr schön, dass ich nochmal eingeladen wurde, hier in anderer Bühne so unsere Gedankengänge nochmal mitzuteilen, mitteilen zu können. Denn natürlich, wenn die Sachen da hängen, kann man vieles nicht so ohne weiteres nachvollziehen. Und wie Sie sich sicher denken können, ist es aber natürlich ein sehr, sehr langer Prozess gewesen, wo sehr viele Stimmen reingekommen sind, wo es natürlich auch Abwägungen gibt, welche Argumente wie an welcher Stelle gewichtet werden und so weiter. Und ich will versuchen, Sie da ein bisschen mitzunehmen heute und auch mal ein paar Bilder zu zeigen. Das ist der Status quo. Herr Steinbrecht hat das eben sehr schön beschrieben. Also aus unserer Sicht, wir teilen eigentlich auch die Einschätzung, dass das eine sehr spannende Schlüsselfläche in der Innenstadt ist. Fragezeichen Innenstadt, das sieht überhaupt nicht so aus, es ist dominiert von dieser mächtigen Rheinsteinstraße, von Verkehrsinfrastruktur, es ist heute eine Brache. Es hat, abgesehen vom Stadtmuseum und vom Cook, eher nicht so ansprechende Architektur mit toten Erdgeschosszonen drumherum. Also alles ist in vielen Teilen so dazu angetan, eigentlich nicht städtisch zu sein. Und wir glauben aber, das ist eine Fläche, die ist 10 Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof. Das muss man sich vorstellen, in einer Stadt von 100.000 Einwohnern. Das ist eine Fläche, die ist 5 Minuten entfernt vom Marktplatz, von der historischen Altstadt und 8 Minuten, ich habe es mal in Google nachgeguckt, nochmal vom Eingang zum Hofwiesenpark, einer hervorragenden, wundervollen Grünanlage. Also irres Potenzial aus unserer Sicht. Und wie erläutert eigentlich auch eine ganz wichtige Stelle aus funktionaler Sicht, wir haben, versuchen wir jetzt mal zu malen, Moment, wir haben hier aus dieser Richtung kommend so eine Kette von Kultur- und Bildungsinstitutionen, wir haben das Rotineum, die Häselburg, wir haben das Stadtmuseum, das kommt natürlich, und wir haben in der anderen Richtung diese wichtige Einkaufs- und Innenstadtfunktion mit wichtigen Ladennutzungen, den Einkaufszentren. Beides reißt relativ abrupt ab an dieser Stelle. Es gab eine lange Vorgeschichte. Wir sind ja eigentlich auch spät reingekommen in den Prozess als Planer. Wir haben uns sozusagen durchgekämpft durch ein relativ aufwendiges Bewerbungsverfahren und haben den Zuschlag für diese Planung bekommen. Es gab vorher aber schon eine intensive Befassung. Es gab den Europan-Wettbewerb. Also das ist ein Format, wo wirklich eigentlich auch sehr innovative Entwürfe und Ansätze rauskommen, und das war, glaube ich, so ein Aufschlag, wo man sich mal intensiv mit dieser Fläche befasst hat und erstmal auch überlegt hat, was kann die denn oder was kann die denn werden. Da kamen auch schon ganz unterschiedliche Perspektiven rein. Es gab mehrere Aktionen auf der Fläche. Zusammengefasst wurde das eben in diesem Entwicklungsrahmen. Da hat man versucht, sozusagen die Ergebnisse der Diskussion zusammenzubündeln. Hier nochmal Bilder aus dem Europark und auch aus dem Entwicklungsrahmen. Die wurden uns damals mitgegeben mit der Aussage, so hier, das haben wir gemacht in den letzten Jahren. Guckt euch das mal an. Das ist im Grunde eure Richtlinie von der Idee her. Das haben wir mit Bürgerinnen und Bürgern über Jahre diskutiert. Und die Kernaussagen waren schon die, man geht aus von einer gemischten Bebauung. Mache ich mal unterbrechen. Nein, ich würde sehr gerne kurz zu Ende des vortragen. Ja, wir haben gleich die Möglichkeit. Es wäre klasse, wenn ich kurz zu Ende machen könnte. Diesen Ankerbau, die natürlich die Ecken markieren und auch wichtige Nutzungen beinhalten soll. Und da wurde uns gesagt, okay, jetzt machen wir was draus. Und das nächste Bild, da
habe ich im Internet gefunden. Das wirkt ein bisschen fast wie eine Karikatur des Zustandes, aber auf eine Weise finde ich es noch interessant, weil so die Atmosphäre schon ein bisschen, wenn auch überspitzt, darstellt. Ne? Also es ist so ein Rundum-Panorama um das Museum, aber man spürt schon so diese Leere und Weite und auch so ein bisschen die Verlorenheit dieses Stadtmuseums. Und wir haben dann nochmal weitergeguckt, weil wir natürlich auch vielfach mit der Frage oder mit der Anmerkung konfrontiert wurden, ja, das Stadtmuseum, man kann dem nicht so auf die Pelle rücken und das ist vielleicht zu dicht und zu hoch und so. Wir haben einfach nochmal ins Archiv geguckt und eben einfach mal 4 Bilder mitgebracht, die immer das Stadtmuseum auch hier drin haben. Da sehen Sie mal, wie es vorher aussah und in was für einer Situation das Stadtmuseum vorher gestanden hat. Wir laufen noch weiter drauf zu. Hier sind wir schon ganz knapp davor und jetzt sehen Sie hier in diesem kleinen Spalt erahnt man, da geht es so durch zur Bachgasse Sorge. Da guckt man gerade so durch, aber es ist schon eine sehr intime städtebauliche Situation, dicht und städtisch war das mal. Hier gucken wir mal an der anderen Flanke vorbei, Richtung Johannesplatz. So hat es halt mal ausgesehen. Das soll man jetzt nicht direkt als Maßstab nehmen und auch nicht unbedingt 1:1 rekonstruieren wollen, aber es ist doch schon sehr aufschlussreich und interessant. Und jetzt mache ich mal eine kleine Spielerei. Sie sehen diese rote Fläche, das war der Bearbeitungsperimeter. Und tatsächlich ist es so, dass der heute ja komplett unbebaut ist. Und nicht nur der, sondern auch noch ein paar andere Teile. Das ist heute alles leer. Muss man wegradieren. Ich glaube, hier geht es eigentlich auch noch weiter. Ne? Die Vogelinsel ist auch weg. Und sehen Sie mal, wie heute dieses Stadtmuseum da steht. Jetzt ist es nochmal überlagert tatsächlich mit der Situation, wie sie heute gebaut ist. Also es ist ein kleiner Solitär, der wirklich so ein bisschen wie verloren da steht aus unserer Sicht. Und da haben wir städtebaulich angeknüpft. Insgesamt, das muss ich nochmal sagen, die Aufgabenstellung, die die Auslobung vorsah, mit der wir angetreten sind, also die Stadt hat ja zusammen mit der IBA eine Auslobung verfasst, die es zu bearbeiten galt, die fanden wir als Planer sehr intelligent und sehr spannend. Wir haben mitgekriegt, dass jahrelang eigentlich versucht wurde, eine große Nutzung an diesem Ort zu bringen, was nie geglückt ist. Da gab es, glaube ich, eine Eissporthalle oder eine Radsporthalle. Auf jeden Fall andere Anläufe und das hat halt nicht gefruchtet. Und dann ist man darauf gekommen zu sagen, wir wollen was machen, was irgendwie viel kleinteiliger ist, was sich in kleineren Schritten entwickeln kann, was auch eine andere Nutzungszusammensetzung hat, ne? Was letztlich auch viel mehr mit Gera zu tun hat, als dass jetzt irgend so ein Satellit ist, der so von oben reinstürzt, wie so eine Großnutzung, die irgendwo sein könnte. Ne? Das fanden wir eigentlich als sehr intelligente und schöne Ansätze. Und haben das eigentlich auch versucht, erstmal in der Zusammensetzung mitzudenken und das Ganze als ein kleines Stadtquartier zu denken und zu entwickeln. Und Stadtquartier meint eben nicht Schlafstadt, es meint auch nicht Bürowüste und es meint auch nicht Shopping Mall, sondern es meint die Verquickung von ganz vielen Elementen, die eigentlich städtisches Leben ausmachen und die heute auch aufgrund von besserem Emissionsschutz und anderen Techniken etwas besser verträglich werden. Die Stadtplanung setzt heute ja an vielen Stellen alles dran, auch wieder eine gemischt genutzte Stadt, eine lebendige Stadt möglich zu machen. Ne? Und das nicht zu separieren, an die Ränder zu verdrängen und so weiter. Und das ist so das Funktionale. Und wir stellen uns eben vor, dass es, ich mache jetzt nochmal rein, also Sie wissen ja, die Fläche, die hat ja eigentlich 2 Teile. Entlang der Dr. Eckner Straße ist ja auf eine Weise deutlich geteilt und diese hat eine ganz andere Prominenz als jetzt diese hintere. Die Idee ist natürlich, dass in der hinteren eher das Thema Wohnen zum Tragen kommt, natürlich auch gemischt mit der Möglichkeit, auch dort zu arbeiten, andere Sachen unterzubringen. Und hier in dem Bereich wäre es eigentlich, müsste es viel urbaner, städtischer, gemischter sein, dürfte auch lebendiger sein. Das schwebt uns vor. Auch die Themen Bildung und Kultur, die sich ja eigentlich von der Vogelinsel rüberziehen, könnten dort sehr schön verankert werden an der Stelle. Und natürlich, das darf man nicht vergessen, das war immer Anliegen,
Natürlich ist so ein kleines Quartier auch nicht nur Betonwüste, sondern es hat öffentliche Räume. Wir haben immer schon, das war auch in dem Entwicklungsrahmen so vorgesehen, zwei unterschiedliche öffentliche Räume. Einen eher urbanen, städtischen, steinernen, aber lebendigen Stadtplatz und einen eher grünen, kleinen Park und eine Verbindung Richtung Hofwiesenpark, die grün geprägt ist. Das war immer schon drin, das haben wir versucht aufrechtzuerhalten, im Zuge der Entwicklung auch stärker gemacht, aber wir haben das immer als ein Gefühl aus gebautem und nicht gebautem Raum gesehen. Dann haben wir das auch erst vor kurzem, diesen Film auf Ihrer Website, auf der Gerschen Website hier gefunden. Und da haben wir so ein paar Stills rausgezogen. Man kann über die Qualität der Darstellung jetzt streiten. Es ist so ein bisschen hölzern zum Teil, es ist halt so eine Computerdarstellung, aber man kann trotzdem ganz schön die Raumproportionen und die Räume sehen. Hier habe ich dann mal reingemalt, um nochmal dieses Anliegen klar zu machen, dass bestimmte Raumkanten, die heute da sind, eigentlich vervollständigt werden könnten. Und im besten Falle das Stadtmuseum so eine Art Rahmung oder so ein Passepartout kriegt auch nochmal. Wenn man jetzt der Film, der geht dann so, der macht so einen Hubschrauberflug um das Gebiet, geht mal hoch, mal runter und kreist da so rum, da kann man eigentlich sehr schön angucken. Ich weiß nicht, ob Sie den alle kennen. Hier sieht man das auch nochmal. In der nächsten Folie sieht man auch nochmal. Und da sieht man schon, dass an dieser Stelle hier beim Stadtmuseum eigentlich ja, zwei Platzsituationen entstehen. Und das, denke ich, das macht eben auch eine Qualität von städtischen Räumen aus, dass man jetzt nicht an jeder Stelle immer alles sehen kann. Ne? Also die Frage nach, ab wann muss ich denn das Guck jetzt sehen? Muss ich das schon aus 2 Kilometer von da unten sehen oder nicht? Und dann kann ich mal um eine Ecke biegen und es dann sehen und aus welchen Richtungen sehe ich was. Und ist es nicht viel spannender eigentlich, dass sich so ein Raum mal öffnet, mal aufweitet und auch mal wieder verengen kann? Ist es nicht auch spannend zu sagen, ich habe unterschiedlich programmierte und unterschiedlich gestaltete Freiräume einen ganz anderen Charakter als jetzt dieser hintere beispielsweise. Das waren Themen, die uns da bewegt haben. Wir haben dann auch nochmal eine Illustratorin gebeten, diesen Platz vor dem Guck etwas anschaulicher zu machen. Auch da ist es immer etwas leichter über Bilder zu sprechen, als wenn man da so ins Leere spricht. Wir haben damals schon mitgenommen, das kann ein wichtiger Platz werden und der soll auch eine Menge können. Der soll eben diese Grünverbindung hier hinten weiter tragen ins Gebiet rein, also eine deutliche Verbindung durch den Hofwiesenpark schaffen. Er soll Wasser beinhalten, Möglichkeiten des Aufenthalts, möglichst aber eben auch bespielte Erdgeschosszonen, die so einen Platz lebendig machen, denn wenn nichts in den Erdgeschossen ist, dann ist ab einer gewissen Zeit auch der Platz oder der öffentliche Raum relativ unbelebt. Deswegen ist die Belegung der Erdgeschosse auch sehr wichtig. Ob die Gebäude jetzt so aussehen oder anders, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und dazu komme ich gleich nochmal. Hier nochmal eine Impression im Winter. Es gibt die Eislaufbahn, die dort ja jedes Jahr ist. Auch die soll natürlich Platz haben. Also der Platz muss so sein, dass er verschiedenste Nutzungen möglich macht und ja, eben ein einladender städtischer Platz ist mit Aufenthaltsqualität, auch mit Möglichkeiten der Bespielung verschiedenster Art. Und jetzt kommen wir nochmal ein bisschen dazu, wie kommen wir dahin? Eben, Frau Baumgartner hat es schon erwähnt, es soll ein Wettbewerb für diesen Platz gemacht werden. Und letztlich auch für das Haus am Kuck. Auch das muss überhaupt nicht so aussehen, wie das, was wir jetzt hier gezeigt haben. Frau Baumgartner hat es schon angedeutet. Wir haben diskutiert, auch mit den Fraktionen, die Idee, dass in diesem Wettbewerb für den Platz beispielsweise auch die Ausschussmitglieder ihre Ideen einbringen können. Das heißt, dass der Wettbewerb erstmal grundsätzlich die Möglichkeit eröffnet, ein hohes Qualitätslevel zu ermöglichen, weil sehr verschiedene hochqualifizierte Planer dann hoffentlich eingeladen werden oder sich bewerben müssen, um teilnehmen zu dürfen. Und dann ganz unterschiedliche, hier unten deutet sich das an für das Haus am Brühl, ganz unterschiedliche Sachen rauskommen können.
Und an verschiedenen Stellen sollten die Ausschussmitglieder oder auch die Bürger die Möglichkeit haben, beispielsweise die Auslobung für diese Wettbewerbe mit zu begleiten oder zu prägen oder ihre Ideen da reinzuschreiben. Und man sagt, okay, wir haben diese und jene Vorstellungen für den Platz und das soll bitte in die Auslobung mit reinkommen. So hoffen wir, dass da durchaus auch nochmal andere Ideen reinkommen. Wichtiger Punkt ist, Sie sehen hier, wir haben gemacht die Rahmenplanung als nächster Schritt und das läuft ja bereits, damit Herr Hörschelbahn, der Kollege aus dem Team, gleich noch ein paar Worte zu verlieren, kommt die Bebauungsplanung und dann kommen diese Wettbewerbe, die tatsächlichen Ergebnisse bringen können. Und wir haben einen eben schon erwähnten ganz wichtigen Schritt, wie ich denke, nochmal gemacht zur Lockerung der bisherigen Überlegungen und auch zur Flexibilisierung. Und zwar haben wir gesagt, die ehemals Baulinien am Haus am Brühl. Baulinien sind in der Bebauungsplanung Linien, die von den Architekten oder von den Bauherren dann zwingend einzuhalten sind. Da sagt der Plan dann, ihr müsst genau bis zu dieser Linie bauen. Und das war, glaube ich, eine der kritischsten Fragestellungen hier bei der Rahmenplanung. Wie groß wird denn dieses Haus am Brühl? Ist es nicht zu hoch? Ist es nicht zu weit vorne? Ist es nicht zu breit? Und so weiter. Und wir haben gesagt, okay, wir nehmen diese Baulinien mal alle raus und machen nur noch Baugrenzen. Die Baugrenzen bedeuten, man kann bis zu dieser Linie bauen, man muss aber nicht. Das heißt, im Prinzip... das habe ich jetzt hier gar nicht drin, das werde ich eben gucken. Aber diese Grafik deutet das an. Im Prinzip haben die Architekten damit eine sehr, sehr große Freiheit. Die können was Rundes bauen, die können einen Tempel bauen, wenn es sein soll, die können Schachteln übereinander schrauben, die können was ganz Kleines bauen, die haben eigentlich viel, viel mehr Möglichkeiten, da nochmal den Ort zu interpretieren und anders zu denken. Und das ist, glaube ich, nochmal so eine ganz wesentliche Lockerung, sodass man sagen kann, was wir gemacht haben an der Stelle, ist so eine Art Serviervorschlag, aber was die Leute daraus kochen, das kann nochmal ganz anders aussehen. Und damit würde ich Georg nochmal übergeben. Schönen guten Tag, Herr Supran. Ich würde probieren, in 5 Minuten Ihnen die wesentlichen Inhalte zum Bebauungsplan nahezubringen. Es ist relativ komplex, das ganze Werk, aber wir probieren mal hier die wesentlichen Sachen Ihnen vorzustellen. Die Rahmenplanung, wie sie hier vorgestellt wurde, für die Umsetzung braucht man Planungsrecht. Und Planungsrecht erfolgt durch einen Bebauungsplan. Das ist ein kompliziertes Verfahren, das dauert 2 Jahre ungefähr, mit verschiedenen Elementen, Vorstufen, frühzeitige Beteiligung, die spätere Beteiligung, die sind quasi mittendrin. Und ich möchte mal kurz erläutern, was wir noch zusätzlich gemacht haben, was vorher nicht stattgefunden hat. Das Wesentliche sind auch Fachgutachten und Untersuchungen, die erfolgt sind. Da gibt es dann Fachplanungsbüros, die hier Zuarbeit geleistet haben, zum Beispiel zum Thema Lärm. Der Innenstadtbereich ist natürlich hier durch Verkehrslärm, also die Breitscheidstraße, die Straßenbahn belastet, aber auch Anlagenlärm, also Gewerbelärm zum Beispiel durch die Lüftungsanlagen der Otto-Dix-Passage. Diese Rahmenbedingungen müssen geklärt werden, ist zu laut für welche Nutzung. Hierfür gab es ein Fachgutachten mit dem Ergebnis, dass man mit passiven Schallschutzmaßnahmen, also dass die Gebäude isoliert werden, dass für Wohnnutzungen die Grundrisse so orientiert sind, dass die Aufenthaltsräume, also die Schlafzimmer, Kinderzimmer zum Innenhof orientiert sind, dass zum Beispiel unter diesen Anforderungen auch Wohnnutzungen möglich sind. Das Ganze gab es auch zum Thema Baugrundversickerung. Zum Thema Verkehr auch ganz wichtig, wie ist eigentlich die Erschließung, wie sind die verkehrlichen Anforderungen. Da kommt auch nachher was Detaillierteres zum Thema Fußgängerüberwegung, Fußgängerfurt am Museumsplatz. Das Weitere dann Leitungsträgern. Sie wissen vielleicht, es gibt an den Rändern auch Versorgungsleitungen, die integriert werden müssen. Hier gibt es intensive Abstimmungen mit den Leitungsträgern. Da wird man auch bauliche Lösungen finden, umsetzen können. Dann gab es ja im Januar 2018 die erste Beteiligungsstufe zum Bebauungsplan. Da gab es auch viele Anregungen von den Trägern, von den Fachbehörden, auch von der Bürgerschaft. Die wurden ausgewertet, das ist ein 100-seitiges Papier und entsprechend auch in die Planung
eingeflossen, soweit möglich. Hier Thema Verkehr, ich habe es angedeutet, Ziel ist hier quasi ein nachhaltiges Erschließungskonzept zu finden. Die neuen Baufelder, die sollen alle von außen erschlossen werden, also von der Breitscheidstraße, von der Ecknerstraße, das sind die roten Pfeile, dass quasi der Verkehr, der erforderlich ist, also von außen kommt, dass der innere Bereich, die interne Erschließung, möglichst freigehalten wird von Autos, dass man hier quasi eine Spielstraße hat, eine Mischverkehrsfläche, alle Verkehrsteilnehmer sind gleichberechtigt, müssen aufeinander achten, also Schrittgeschwindigkeit, also auch um die Grünfläche, eine deutliche Verkehrsberuhigung. Dann wichtig, vielfältige Radwegeverbindungen, die teilweise ja schon da sind, an der Breitscheidstraße, der Radweg. Aber man kann natürlich auch diese internen, also die internen Flächen benutzen zum Radfahren und für die Fußgänger. Der ruhende Verkehr, also Auto, Stellplätze, die sollen in Tiefgaragen untergebracht werden. Keine oberirdischen Stellplätze, weil das würde das Erscheinungsbild der Freiräume sehr beeinträchtigen und natürlich auch, nicht attraktiv sein für das Ortsbild, also die sollen in die Tiefgaragen, auch mit den Anschlüssen, das sind wieder die roten Pfeilen. Und ganz wichtig, die Stärkung der Fußgängerbeziehung zwischen Sorge- und Heinrichstraße. Wir hatten ja vorhin gehört, dass quasi hier diese Lücke wieder geschlossen werden soll. Und hier gab es durch ein Verkehrsplanungsbüro eine Untersuchung. Sie sehen oben das Luftbild, so sieht es jetzt aus, viel Verkehr. Eine für den Fußgänger unfreundliche Situation. Unten sehen Sie quasi die Planung des Konzeptes mit vier wesentlichen Verbesserungen für die Querungsmöglichkeit. Die Fahrbahn wird reduziert. Oben sehen Sie vielleicht noch, es sind zwei Spuren plus eine Taxispur und eine Busparkspur. Die fällt weg, sodass quasi auch der Abstand geringer ist, von 10 Metern auf 6 Meter ungefähr. Dann gibt es eine trichterförmige Fußgängerfurt, das sehen Sie vielleicht, ich habe es mit dem Stift nicht, aber dass quasi hier ein breiterer Zugang für die Fußgänger möglich ist. Vergrößerung der Aufstellfläche, also mehr als Verdoppelung der Fläche, wo dann auch Fußgänger stehen können. Und durch eine Optimierung der Ampelprogrammierung gibt es längere Gehzeiten, also man muss nicht so schnell über die Ampel gehen, man hat mehr Zeit für die Querung. Das zum Thema hierfür. Das ist eine Überlagerung vom Rahmenplan, der angesprochen wurde anfangs, und dem Bebauungsplan. Da sehen Sie, dass quasi die Inhalte des Rahmenplans genommen werden und gesichert werden. Wichtig ist die Sicherung von stadträumlichen Qualitäten. Wo sind die Raumkanten? Wo sollen Flächen nicht bebaut werden? Wo sind Flächen grün? Wo sind Flächen für den Stadtplatz? Und was ist die maximale Höhe zum Beispiel für die Bebauung? Das ist besonders auch für das denkmalgeschützte Cook und für das Stadtmuseum. Denn hier ist es wichtig, dass man quasi nicht höher baut als diese angrenzenden Gebäude. Während bei anderen, zum Beispiel oben an der Dismittstraße, dann ist ein turmartiges Gebäude vorgesehen. Dort kann man durchaus höher bauen. Die Regelungen im Bebauungsplan sollen aber ausreichend Flexibilität bieten, dass durch Wettbewerbe, durch Architektur, Konkretisierung hier keine großen Einschränkungen erfordern, sodass, Sie sehen jetzt den Bebauungsplan, dass quasi hier in den Baufeldern Sachen freigehalten werden. Es werden also die äußeren Rahmenbedingungen definiert und bestimmt mit einer Qualitätssicherung, aber in den Baufeldern sind genug Freiheiten, um nachher entsprechende passgenaue Lösungen umsetzen zu können. Und im Wettbewerbsverfahren wirklich dann auch die beste Lösung umzusetzen. Ganz kurz zu den Festsetzungen. Was steht denn da drin? Es gibt welche zu den Nutzungen. Hier sehen Sie die braunen Felder, das sind einmal Kerngebiet und einmal urbanes Gebiet. Das heißt, eine große Nutzungsmischung ist möglich, aber störende Einrichtungen, großflächige Einzelhandelsbetriebe wie Einkaufszentren oder große Seniorenwohnanlagen sind nicht erwünscht, die werden also nicht zulässig sein, weil die quasi nicht vereinbar sind mit einer kleinteiligen, lebendigen Nutzungsmischung. Das wollen wir hier nicht, genauso wie Tankstellen, die würden auch nicht quasi dieser Belebung helfen. Dann zur Bebauungsdichte, Sie kennen es vielleicht, GHZ, GFZ, das ist also quasi wie viel darf versiegelt werden, wie viel Geschossfläche darf gebaut werden, die Gebäudehöhe, Anzahl der Vollgeschosse wird geregelt, dann auch wichtig Grünflächen. Es gibt eine Regelung, dass Dachbegrünung zu erfolgen hat, dass Tiefgaragen zu begrünen sind, dass Bäume in den Verkehrsflächen zu pflanzen sind,
die Grünflächen zu bepflanzen sind. Und dann gibt es noch sonstige Sachen, Schallschutzmaßnahmen, Gemeinschaftsgarage und so weiter. Vielleicht ganz kurz, Sie fragen sich, warum ist das zweigeteilt, das Bebauungsplanungsgebiet? Also wir haben den unteren Teil und wir haben den oberen Teil. Das war eine Entscheidung, dass man hier gesagt hat, man ist flexibler, man hat unterschiedliche Grundstückseigentümer, deswegen ist es besser, wenn man zwei Teilbereiche hat, aber es ist natürlich eine zusammenhängende Planung. Das waren eigentlich hier im schnellen Durchritt, sage ich mal, die inhaltlichen Hauptpunkte zum Bebauungsplan. Es gibt natürlich auch, wenn Sie fragen, zum Beispiel, was heißt diese lilane Fläche, das ist die Straßenbahn, die klar festgestellt ist, die wird nachrichtlich übernommen, da ändern wir nichts. Das ist quasi der Bestand, der mit übernommen wird, genauso die Platane als Naturdenkmal, bleibt natürlich auch erhalten. Und das sind eigentlich die wesentlichen Inhalte. Wenn Sie vielleicht auch fragen wollen oder wissen wollen, wie viel Fläche ist denn drinnen, wie viele Nutzungsmöglichkeiten, also es sind ca. 25.000 BGF Quadratmeter, das sind ca. 220 Wohnungen, viele gewerbliche Möglichkeiten, Gastronomie soll ermöglicht werden, kulturelle Einrichtungen. Das ist also quasi in dem urbanen Gebiet und in dem Kerngebiet als Nutzungsstruktur alles umsetzbar. Zum Verfahren vielleicht ganz kurz, hatte ja Frau Baumgartner schon gesagt, ist momentan in Erarbeitung. Ab Mai soll dann auch die Beteiligungsmöglichkeit für die Öffentlichkeit sein. Dann wird auch wieder eine Zuarbeit von den Fachbehörden kommen und dann wird es eingearbeitet und wird dann die letztendliche Fassung dann zusammengestellt. Soweit hierzu. Ja, vielen Dank, Herr Bormann und Herr Dorsch-Stupan. Ganz kurz zur Erwartungshaltung zur heutigen Veranstaltung. Also es geht natürlich heute in erster Linie darum, Sie zu informieren. Die Diskussionsmöglichkeit gibt es ausführlich dann auch, wie Frau Baumgartner schon erwähnt hat, nochmal im Baudezernat. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich heute auch die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Es gibt einen Flyer zu Gerbers Neue Mitte, der ist ab morgen in H35 im KUK, in der Bibliothek und im Stadtmuseum erhältlich und natürlich im Baudezernat. Und jetzt haben Sie jetzt schon ganz viel Geduld bewiesen, Herr Dr. Schiffers von der IBA wird nochmal ganz, ganz kurz was zur IBA sagen. Geht gleich weiter. Guten Abend. Mein Name ist Bertram Schiffers. Ich bin Projektleiter bei der IBA Thüringen. Jetzt muss ich mal hingucken, wo Sie stehen. Und freue mich riesig über das große Interesse an Stadtentwicklung und natürlich an Geras Neue Mitte. Bis 2023, also noch 4,5 Jahre, entwickelt die internationale Bauausstellung Thüringen mit ihren Partnern ressourcenbewusste Projekte mit gemeinwohlorientierten Werten in und für Thüringen. Innovativ, experimentell, zum Nachahmen. Stadtland ist ihr Thema. Es beschreibt die kleinteilige Siedlungsstruktur im Freistaat. Das heißt für Geras und Geras Neue Mitte, dass die Gera Innenstadt das Zentrum und das Schaufenster für Ostthüringen ist. Dass Gera auf Augenhöhe Auftakt und Glied der Städtekette ist und dass Gera überregional ausstrahlt und sichtbar wird. Dazu braucht Gera eine starke, eine vernetzte Mitte. Hier nochmal der Schwarzplan und die Lage in der Stadt, so prominent, wie es gerade erwähnt wurde. Wir sind schon eine Weile unterwegs und als IBA sind wir der Wächter für Qualität, für Wettbewerb, für sorgfältiges Arbeiten und das braucht auch seine Zeit. Es geht darum, in Geras Mitte ein Stück Stadt zu gestalten. Dazu haben wir experimentiert mit einem Ideenwettbewerb von Nachwuchsarchitekten, mit Workshops und mit Aktionen auf der Fläche. Wir haben uns auch mal rausbegeben bei strömendem Regen vor 2,5 Jahren. Wir haben einen Flashmob gemacht und mal ausprobiert, wie ist das denn eigentlich, wie groß ist das denn, was kann man dort erleben, auch mal im Herbst und bei Regen. Und genau,
sind losgestürmt mit Regenschirmen und haben es mal ausprobiert. Und die Erkenntnis war, die Fläche ist riesig. Sie braucht tatsächlich überschaubare Räume, sie braucht Mischung und Vielfalt, viel Grün, Häuser mit Wohnungen, Arbeitsräumen und Cafés, damit Leben in der Mitte auch im Winter, nachts und bei Regen stattfindet. Mit dem Rahmenplan steht nun das Gerüst. Nun gilt es, die Baufelder und Freiflächen auszuarbeiten. Bis 2023 haben wir ehrgeizige Ziele. Das IWA-Projekt Geras Neue Mitte besteht aus 4 Vorhaben. Das Haus am Rühl als Schaufenster der Region, der Freiraum Mitte, das sind die Plätze und die Grünachse, die Gera-Häuser, eine zeitgenössische Mischung von Wohnen und Arbeiten, und mit Zitronenpresse meinen wir, dass die Stadt zur Bühne wird, wie es die Entwürfe im Europan auch gezeigt haben und wie es Wunsch war. Und so wie es Max Schreiner, unser Kurator für Geras Neue Mitte, auch bei der Aktionswoche vor 1,5 Jahren einfach mal ausprobiert hat mit zahlreichen Bürgern. Zitronenpresse heißt auch gucken, was war, was geht, was kann. Und die Erfahrung war auch, es geht viel, aber man muss sich auch hinbewegen. Also die Erfahrung war, wir sind weit auf der Fläche und müssen einiges tun, damit Menschen kommen. Wir hoffen, so wie es heute Abend aussieht, dass immer mehr natürlich kommen und das mal ausprobieren. Hier beim Babysport wurde der Schatten schon knapp. Genau, wir haben eine Gera-Bank entwickelt. Wir hoffen, dass wir davon viele Exemplare in die Neue Mitte bringen können. Genau, es gab ein Modell, Sie waren ja mit in Kuck, haben mitdiskutiert. Herr Klotz hat auch das Thema Grün und Aufenthaltsqualität und Spielen nochmal ganz stark gemacht mit seiner grünen Installation. Es gab die Bürgerakademie, die findet dieses Jahr wieder statt, am 19. Juni. Herr Tauchert ist heute Abend leider verhindert, wird es organisieren. Das sind die Schritte zur Mitte, die sind schon erläutert worden. Ich habe die 2023 mal zwischen die ersten beiden Bilder gesetzt. Wir sind hier auf der Langstrecke unterwegs. Es ist natürlich Hoffnung und Erwartung der IBA mit unserem Ehrgeiz und mit aller Kraft, die wir da reinstecken, dass wir 2023 schon einen Teil der neuen Mitte sehen. Das sollte natürlich der Platz vor dem Kuck und der Grünzug sein und natürlich am besten auch schon ein neues, zeitgenössisches, starkes Gebäude an der Schnittstelle, die vorhin auch erwähnt wurde, die so einlädt zu sagen, Mensch, in Gera ist was Neues, da gehe ich hin, da gehe ich dran vorbei, da komme ich rüber. Das ist Teil der neuen Mitte und zieht auch alles ein bisschen mit. Genau, und dann könnte man schon bei den Gera-Häusern schon so ein bisschen weiter knuspern. Und das Bild, was Sie ganz rechts sehen, das mit der sozusagen vollständigen Bebauung, sollte sie einmal in dieser Form stattfinden, das ist die lange Strecke, aber diese Vision muss auch da sein, damit, wenn man von außen nach Gera kommt, die Wirtschaft, die Unternehmer, die Bürger natürlich auch sehen, es geht noch mehr, es kann sich entwickeln, es sind auch Räume da, wenn es gute Ideen gibt und tolle Architektur, dann können wir das auch haben in Gera. So. Gera kann fliegen, fliegen Sie mit. Und das sind schon Details, da machen wir den Rechner mal zu. Vielen Dank.